Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir haben das Bienenphantom erledigt. Wie ist das gelaufen? Hast du das Phantom vertrieben? Ja, ja. Oh. Haben alles hier gemacht. Das Phantom war ein Hund der wilden Jagd. Beim ewigen Feuer. Die wilde Jagd hat auch Hunde? Ja, sowas in der Art. Vor etwa 2 Wochen bin ich nachts plötzlich aufgewacht. Ich habe die Jagd über den Himmel ziehen sehen. Da muss sie den Hund verloren haben. Zurück konnte er nicht. Da hat er sich im leeren Haus versteckt. Es ist zwar kein Ersatz für eure Verluste, aber wenigstens zerstört der Hund jetzt keine Bienenkörbe mehr. Danke, Hexer. Es stimmt. Nichts geht über einen Spezialisten. Ja. Sonst noch. Für heute, Jungs. Gehen wir heim. Morgen haben wir viel vor. Wir müssen die Körbe wieder aufbauen, die der Hund zerstört hat. Arbeit, mehr Arbeit. Das hört nie auf. Schauen die hier. Abhauen können wir hier gerade den Honig gerade mitnehmen. So, M hier. Ja, ja. Schon klar. Da wollten wir auch noch hin. Ich wollte aber zuerst noch hier die Gegend erkunden. Da bei der Oma waren wir. Genau, wir könnten mal hier gucken. Wobei ich mich jetzt erstmal gerne da oben hin orientieren würde. Da war nämlich noch so ein Aushang. Vielleicht macht er hier noch ein paar lustige Zeichen auf die Karte. Man weiß es ja nicht. Und was ist das hier? Manometer, du bist aber gruselig. Ja. So, ab durch die Sonnenblumen. Bewachter Schatz. Ja, von ihr hier. Dieser Gestank. Auch nicht so besonders. Aber besser als gar nichts. Wo sind die Wölfe? Da hinten. Lungern die rum. Komm schon. Da so lang. Okay. Weg. Keine Sorge, Bertram. Wir lassen dich nicht im Stich. Ihr riskiert euer Leben. Als Priester hat es leicht. Du bist einer von uns und wir kümmern uns umeinander. Okay, da. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Ist noch eine Quest, da kümmern wir uns gleich drum. Der Feind schläft nie, Kameraden des Nordens, der Feind schläft niemals. Die schwarzen Teufel haben ihr Lager am anderen Flussufer aufgeschlagen. Unsere Männer werden uns bis zum letzten Bolzen und Blutstropfen verteidigen. Doch auch ihr müsst darauf vorbereitet sein, eurem Vaterland zu dienen. Stahl und Blut sind nicht das Einzige, was im Kampf um Redanien vonnöten ist. Auch wachsame Augen und Ohren brauchen wir. Wer Fremde im Dorf herumlungern sieht, wer jemanden sieht, der sich im Gebüsch versteckt... Der könnte ja auch nur am Kacken sein, also... Naja. Oder wer jemanden mit fremdem Akzent reden hört, der schicke sofort einen Boten zum nächsten Außenposten. Denn womöglich habt ihr einen nilfgaardischen Spion entdeckt. Oder jemanden beim Kacken erwischt. So dient ihr nicht nur Redanien, sondern auch euch selbst. Denn wir belohnen diese Hilfe angemessen. Und dieser Vogel geht mir tierisch auf den Zeiger.
Suche Flug zum Ausleihen. Hallo Leute, kann mir jemand einen Flug leihen? Ich habe meinen neulich dermaßen auf einen Stein gesetzt, dass er krumm und schief gebogen ist. Und ein Biest soll mich holen, wenn ich weiß, wie man ihn repariert oder sein Feld ohne pflügt. Ich würde dir mir jetzt aber auch nicht meinen Flug leihen, wenn er schon seinen eigenen kaputt macht. Karren zu verkaufen. Hallo, ich verkaufe einen Karren. 4 Räder, eine Deichsel und ein Sitz aus Holz. Ziehen, er bewegt sich. Schieben, er bewegt sich auch. Nur nicht so leichtgängig. Ist ja ein Karren. Was gibt es da zu schreiben? Preis, Verhandlungssache, bei Leberwurst und einem Schnäppchen. Schnäppchen? 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 Ja. Oder halt einer ganzen Flasche. Geliebte Brüder, gestern ging ich in die Felder und sah in meinem Getreide klare Anzeichen von Mutterkorn. Ich verbrannte es sofort und sorgte dafür, dass alles zu Asche wurde. Doch solltet auch ihr nachsehen, ob die Pestilenz euer Korn ergriffen hat. Mir wurde eine Tochter geschenkt. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Liebe Mitmenschen, ich bin nun stolzer Papa eines kleinen Mädchens. Sie ist hinreißend wie eine Nymphe und stark wie ein Biest und brüllen tut sie wie eine wütende Harpie, nur lauter. Kommt zu meiner Hütte und trinkt auf ihre Gesundheit und auf ihre liebliche Mutter und helft uns vielleicht beim Auswählen ihres Namens. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Nestla nach der Frau meines Bruders und Lesla. Nach niemanden. Mir gefällt der Klang. Es sind beides schöne Namen, aber ich kann ihr nicht zwei Namen geben. Ja, vor allen Dingen Nestler, Lessler klingt auch ein bisschen bescheiden. Ja, weil wir einfache Bauersleute sind und keine hochvermögenden Herrschaften, die sich Namen leisten können, solange dass sie sich kein Mensch merken kann. An alle weit und breit. Ich habe es schon überall erzählt, aber noch nicht schriftlich bekannt gemacht. Das hole ich hiermit nach, damit niemand sagen kann, ich hätte von nichts, gewusst. Mein Junge Pomia hat der Militele den Schwur geleistet, niemals mehr Bier oder Schnaps anzurühren, solange er lebt. Und das ist auch nur recht und billig, da er vor 2 Wochen unsere Ziege, unsere Hühner, das Butterfass und sogar die Hosen, die er am Leibe hatte, beim Kartenspiel verloren hat. Ich war schwer in Versuchen, ihn mit blanken Hintern rauszuwerfen oder ihm denselben wenigstens ordentlich zu versohlen. Wenn also jemand Pomir sieht, wie er auf eine Taverne zuhält, dann komme er sofort zu mir. Er wird eine Novigrader Krone für den Aufwand erhalten. Und wenn jemand Pomir zum Trinken ermutigt oder ihm einen Humpen oder eine Flasche anbietet, dann sagt diesem Haderlumpen, dass man mit einer Hacke nicht nur pflügen kann. Ja, das schreibt die Mutter hier anscheinend, okay. Ja, irgendwie was Neues, Geralt? Irgendwas auf deiner Karte markiert? Anscheinend nicht. Guter Mann. Ein Hexer, nicht? Bist du noch bei Trost? Du siehst blass aus. Probier's mal mit Zwiebeln, den Hexer. Helfen den Leuten. Sie verteidigen sich. Vielleicht hilft uns dieser. Ja, ja, okay, dann. Was habt ihr für Probleme? Ach, gar keine. Zieh nur weiter, guter Mann. Ruhe, Gotthard. Er kann uns womöglich helfen. Die Bande von Kleinrot will das Dorf angreifen. Will sich an Bertram rächen. Wir haben nicht viel, aber wenn du uns verteidigst, bezahlen wir dich. Wer ist Kleinrot? Sie treibt's angeblich mit Wölfen und kann einen Mann mit bloßen Händen zerreißen. Eine Bestie in Menschengestalt. Wobei manche sagen, sie sei sehr schön. Sie führt eine Bande von Deserteuren an. Richtige Halunken aus verschiedenen Armeen. Geübte Mörder und Plünderer. Und warum will die Bande sich ausgerechnet an dir rächen? Weil ich sie an die Hexenjäger verpfiffen habe. Die Hexenjäger interessieren sich für Banditen? Seit wann? Die Bande von Kleinrot hat unser Dorf terrorisiert. Niemand hat uns verteidigt. Schließlich ist Bertram zu den Jägern gegangen und hat sie um Hilfe gebeten. Die Jäger sind ihnen nach. Wir hatten einen kurzen Frieden, aber dann hat Kleinrot Wind davon gekriegt. Sie will Bertram tot sehen. Er ist erledigt, wenn du nicht hilfst.
Könnte ich deren Geschichte noch dann hören vielleicht? Okay, ja. Gut, ich kümmere mich um die Banditen. Geht heim und verbarrikadiert euch. Sieh dich vor, Hexer. Die sind wirklich gefährlich. Ja, ja, sammelt mal hier eure Kinder ein. Okay, wir sollen bis abends warten. Na gut, dann warten wir mal. Ach nein, N hier. Okay, noch keiner da. Du bist ja auch ein toller Wachhund hier. Was ist los? Ist das Dorf plötzlich verlassen? Die Feiglinge verstecken sich. Wir kommen dich holen. Sie ließen sich wahrscheinlich gerade ein. Wir sind wegen Bertram hier. Liefert ihn aus. Dankeschön. Ein Hexer. Haben die Dörfler dich angeheuert? Mhm. Haben sie. Um sie gegen Monster zu verteidigen. Und gegen Menschen, die sich wie Monster benehmen. Dafür hältst du mich also? Bist du das nicht? Finde es selbst raus, wenn du es wagst. Oder gib mir Bertram. Dann geschieht sonst niemandem was. Was hat Bertram dir getan, dass du Rache willst? Ha, diese Kleinigkeit haben sie also nicht erwähnt? Mm-mm. Dann hör zu. Er kam vor einem halben Jahr zu mir und sagte, er würde verraten, bei wem das Plündern sich lohnt. Gegen einen Teil der Beute. Aber nach einer Weile wurde der Mistkerl gierig. Er wollte mehr. Ich lehnte ab. Da hat er uns die Hexenjäger auf den Hals gehetzt. Wegen ihm habe ich die Hälfte meiner Männer verloren. Und jetzt geh beiseite, Hexer. Das ist nicht deine Sache. Wir wollen Bertram und sonst niemanden. Mein Wort darauf. Es sind Banditen. Mir ist ziemlich egal, was du sagst. Nimm deine Männer und verschwinde, sonst fließt Blut. Oh, Blut fließt auf jeden Fall. Gerade hast du dafür gesorgt, dass es noch mehr wird. Oh oh. Au! Ich werde dich abschlachten wie einen Hund. Na, ah. Nein, Mist, Mist. Versuch's doch, du Schwanz! Bist du dran? Ja, komm, du da. Wer? Du verfluchter Bastard! Ah, Mist. Och, Geralt. So, Moment. Nein, es war schon richtig, Geralt. Ja. Puh. Den hast du es aber gezeigt. Ihr habt nicht erwähnt, dass sie ein Werwolf ist. Wir waren das selbst nicht ganz sicher. Aber genau dafür sind Hexer ja da, nicht wahr? Zum Monster töten. Ja. Danke für deine Hilfe. Das hier hast du dir verdient. Deswegen, das andere, dass der hier irgendwelche Leute verraten hat, das
hat Geralt jetzt so nicht gestört, ne? Nur, dass die Tante da ein Werwolf war. Geralt, jetzt hör auf hier rumzuspringen, du sollst das hier mitnehmen. So, wo haben wir noch? Noch irgendwas hier rumliegen? Okidoki. So, als nächstes können wir eigentlich hier hin. Da sind noch zwei Fragezeichen. Gucken, was da oben ist. Eventuell dann hier so rum. Dann nach da. Da war ich auch noch nicht. Einsame Hütte. Was war da? Das ist eine Höhle, aber... Komm schon! Nein! War's schon. Okay, wo habe ich jetzt Plätze geparkt? Ist auch wurscht. Ist ja jetzt auch egal. So. Geralt! Kamen ja plötzlich so viele. Nimm mit. So, wo? Wo ist denn hier und so? Mhm. Da ist doch eine Höhle. Monsterlager. Ja. Hier wohnt Batman anscheinend.
abzwingen. Am besten immer noch in den Schlag reinrollen. So schnell kann er sich gar nicht umdrehen. Au. Geralt? Der lässt doch nicht mal was. Hier noch tatsächlich irgendwelchen Hexerkram gefunden. Und zwar überlegenes Katzensilberschwert. Das Auge von Nehaleni. Ich sollte es benutzen. Ja, dann benutz mal. Mal gucken, wo es uns hinführt. Aber das werden wir wohl erst in der nächsten Folge rausfinden, auch wenn man da schon was sieht. Aber was genau es ist, dann erst beim nächsten Mal. Bis dahin.